Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Bianca besiegt, doch sie möchte uns nicht ihren Orden geben. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Weint sie immer noch? Was? Was willst du? Einen Orden? Oh, stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Und so einfach kann's laufen. Und nicht wundern, ich habe jetzt schon am Anfang der Folge den Orden links reingepackt. Ich hoffe, das stört nicht, dass ich den 30 Sekunden vorher schon reingetan habe. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Init deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. TM45? Ich weiß jetzt nicht, welche das ist, aber weiß ich eh nie. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Gott, halt die Klappe. Oh Gott. Oh Gott. Bitte halt die Klappe. So, und da ich letzte Folge vergessen habe einzublenden, hier ist das Pipi. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier, das sind die Augen. Hier ist der Mund, hier sind die Wangen. Hier ist der Arm, hier ist der Bein, hier ist das Bein. Man erkennt es, glaube ich, wenn ich hier so ein bisschen rumlaufe und wenn ihr erkennt, das hier sind die Augen. Dass man das ja so ein bisschen erkennen kann. Also wenn man es weiß, dann sieht man es, finde ich. So. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es vergessen konnte einzublenden. Sorry. War ein bisschen, schuselig von mir, ne? Aber ist ja doch auch egal. Wir haben jetzt drei Orden und sind nun bereit für den vierten. Doch, das dauert ein wenig. Oh, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Da. Ach ja, wie ihr sehen könnt, ist es jetzt Nacht. Einfach so. Hat eigentlich keinen besonderen Grund. Ich wüsste nur einen Polizist, mit dem wir nur in der Nacht kämpfen können, aber die sind ja nicht so wichtig. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne ganz kurz hier reingehen in die Spielhalle. Die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Gonna feel lucky. Ich hatte an den Automaten kein Glück. Bei den Karten sieht es auch nicht anders aus. Ich war so zornig, dass ich meinen Münzkopf in den Untergrund geworfen habe. Ach stimmt, man muss erstmal im Untergrund den Münzkopf holen, damit man hier spielen kann. Ja, dann machen wir es ein andermal. Dann machen wir das halt ein andermal. Dann können wir halt ein andermal Lucky feelen. Oh yeah, let's go. Ey, weg hier. Woo! Warte, ich kann in diesem Gebäude Fahrrad fahren? Cool. Entschuldige, mein Freund, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Oh, 31 ist ganz am Anfang. Ah, ich weiß aber wen. Dieser eine fette Typ, kurz vor Viola City, glaube ich. Nein, sorry, geht gerade nicht. Oh, dann geht das in Ordnung. Sorry, Bro. Müsste ich mir eigentlich merken. Werden wir aber noch machen. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße. Er fängt an zu zappeln, wenn man ihn anspricht. Ich habe gehört, dass er rasend wurde, als ihn jemand mit Wasser aus einer Shigi-Kanne begossen hat. Okay. Jawohl, ich könnte es eigentlich schon mal mitnehmen. Tatsächlich. Ich habe eh genug Platz in meiner Party. Gib her. Das würdest du tun? Super, vielen Dank. Mein Freund ist ein Flegel. Er schläft die ganze Zeit. Du wirst ihn sofort erkennen. Mike hat ein Pokémon erhalten, das ist ein Bildtick. Du darfst ihn lesen, aber verliere ihn nicht. Route 31. Stimmt, ein merkwürdiger Baum hat die Straße blockiert. Ich frage mich, ob die Straße jetzt frei ist. Ja, dann wenn wir mal auf die Karte schauen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die wäre. Achso, Pokémon. Sorry. Wenn wir auf die Karte schauen, dann sehen wir hier, dass wir einfach... Dass wir ja Full Circle gehen. Wie geht denn das? Also oben nach unten drücken, so. Ja, auf jeden Fall ist das hier ein Kreis. Ja, ist kein Kreis, aber es geht Full Circle. Wie ich vorhin schon meinte. Und laut der Aussage von den anderen
steht hier ein merkwürdiger Baum oder so? Irgendwas? Keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier durchkommen können. Und dann noch rechts. So, und wo sind wir hier? Route 35, alles klar. Okay. Warte, wen habe ich denn gerade vorne? Warte, was? Hapsi? Habitat namens Hapsi. Blumenbrief. Wie kann ich denn den Brief lesen? Ich würde den gerne lesen. Brief? Lies. Finsterhöhle ist ein Pfad. Harald. Okay. ja, komm, Amphi kann vorne bleiben. Können wir das eine Level noch aufholen. Gehst du auch zur Pokémon Arena? Da war ich schon. Ich glaube, ich kann mal leveln für die Leute, die Bianca nicht kriegen. Weil die ist ja auf Level 20 mit ihrem Mülltank. Deshalb kann ich das halt schon verstehen. Wenn man da ein bisschen Probleme hat, aber allgemein finde ich Bianca immer noch einfach. In jedem Spiel, wenn man gegen sie kämpft. Sie war für mich noch nie ein Problem. War ein bisschen peinlich in der letzten Folge, was da passiert ist, aber nochmal nicht. War auch ein bisschen lange die letzte Folge. Sorry dafür. Ich hoffe, dass es nicht wieder vorkommt, aber mal sehen. Ah, oh, ich hab verloren. Die Orden sind hübsch, deshalb sammle ich sie. Du sammelst die Orden nur, weil die hübsch sind? Oh, hi Tom. Mike, guten Abend, ich bin's Tom. Hast du eine Minute Zeit? Willst du kämpfen? Nein. Keine Lust. Büb, büb, büb. So. Flamesack darf jetzt auch mal wieder nach vorne. Und jetzt gibt's einen Doppelkampf. Oder? Naja. Obwohl, nein, ich glaube, das ist gar kein Doppelkampf. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Gab es nicht genau solche zwei Typen auch in Kanto? Also in Gen 1? Oh, und Sandan. Oh oh, Sandan. Na doch, Flamesack ist richtig. Alles gut. Und warum setze ich Fruzukeep ein? Weil es Damage macht. Okay. Och, Sandwirbel. Och, come on, Bro. Brenn! Ich finde Sandan sehr, sehr süß. Aber. Ich werde sterben. Meryl. Oh oh. Ich glaube, Meryl wird jetzt schön gerostet. Oh, oh yeah. Im Remake hat man sogar in diesem Spiel einen Rivalen. Also einen zweiten Rivalen. Welcher Meryl tatsächlich als Haupt-Pokémon benutzt. Aber man kämpft nie gegen den. Ach, hättest du doch verloren. Du hast mich von meiner Freundin lächerlich gemacht. Selber schuld. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. Ja, zumindest siehst du es ein. Nina. Oh, Pikachu. Voll süß, der Sprite. Aber warum wundert mich das nicht, dass sie ein Pikachu hat? Warum wundert mich das nicht? Warte, weibliches Pikachu und der Schweif ist immer noch von dem männlichen? Ja, Gender Differences gab es erst ab Gen 4. Oh, Level Up! Juhu! Ich glaube noch, ja, ein bisschen mehr als 10 Level, dann können wir uns entwickeln. Meine Güte, bist du stark! Ja, willst du mit mir kommen? Auf meine Pokémon kann ich mich eher verlassen als auf meinen Freund. Pokémon? Meine Pokémon? Ja, mein Pokémon. Du hast nur ein einziges. Egal. Ich habe aus dem Radio Pokémon-Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. What? Habe ich jetzt eigentlich irgendwie überhaupt nicht verstanden. Camper Evald. Mit deinem Dickter. Dickter? Dick weg, sage ich da ja. Ha! Bis dann und ciao! Na, wer hat die Anspielung erkannt? Ach, noch ein Dick da. Ich hab gesagt, Dick weg! Und Zubat. Ah, komm, da kann mal Amphi wieder ein bisschen weit reiseln, du. So, meh! Und dann. Tot.
Ich teile aus. Die Musik aus dem Radio beeinflusst die Stimmung von wilden Pokémon. Ach stimmt, wir haben uns noch gar nicht das Radio angehört. Machen wir das mal. So, man muss den nach oben und unten drücken, damit man hier den Sender, das Signal ein bisschen ändern kann. Professor Eichs Pokémon-Tag mit Margit. Vulpix wurde gesehen auf Route 36. Vulpix, wie ausgeflippt. Wie dreist. Traumato wurde gesehen auf Route 34. Traumato, suchterregend, wie verrückt. Mauzi, ja, okay, komm, reicht. Pokémon-Musik-Programm. Ich bin's, DJ Ben. Es ist Donnerstag. Mach mit beim Pokémon-Marsch. Oh yeah. Gereicht. Glückskanal. Yeah! Wie geht es euch nun? Seid gut drauf oder was? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 27794. Ich wiederhole. Die Glückszahl ist 27794. Gewonnen? Kommt zum Radioturm. Yeah! Okay, komm, lass mal's. Der ist irre, der Typ. Sonst kennst du nichts? Ich glaube, später schaltet man noch ein paar frei, oder? Ich hoffe. Ja, komm, lass das Fahrrad rein. Reicht jetzt. Die Musik ist hier auch cool. Ich übe mich im Feuerspucken. Ah, wieder so ein Feuerspucker. Hat man schon länger nicht mehr. Finde ich aber cool, die Dinger. Die Leute. Wolf mit seinem Magma. So, mein Freund. Feuer besiegt Feuer. Alter, warum ist er nur Level 11? Ich meine, klar, hier kann man schön leveln, wenn man underleveled ist für Bianca, aber ansonsten. Ich kann euch aber sagen, dass die nächsten Arenaleiter alle immer ein bisschen schwerer und schwerer werden. Aber insgesamt sind sie alle nicht wirklich schwer. Außer die letzten beiden, da kann man schon ein bisschen Probleme haben. Gut, beim vorletzten wahrscheinlich eher nicht, weil man da wahrscheinlich das richtige Pokémon fährt. Halt, wenn nicht, dann ist halt schwer, aber ansonsten ist halt wirklich easy. Und ansonsten beim letzten, da hast du so oder so eine hard time, aber ist tatsächlich insgesamt, vielleicht ist es vielleicht schon schwer, aber nicht so schwer. Gut, schwerster Arenaleiter in dem ganzen Spiel. Der letzte. Aber gut, macht ja auch Sinn, der letzte. Na, ich schweife ab. Oder ich rede über etwas, worüber wir noch nicht reden sollten, denn das ist Late Game Content. Und das ist ja gerade nicht relevant. Oh, da krieg ich aber viele Erfahrungspunkte. Danke, Wolf. Aua, ich habe mir die Nasenspitze verbrannt. Oh. Der Pokémon-Marsch im Radio lockt wilde Pokémon an. Oh. Siehe meine Virtuosität, mit der ich die Bälle jongliere. Oh, ein Jongleur? Yep, ein Jongleur. Irisch. Na, Irisch, was hat denn der? Ein Weiterball. Level 2? Er hat ein Weiterball Level 2? Okay. Okay. Ich hätte auch Ruckzuckieb einsetzen können. Muss ich das verstehen? Diese kleine Balken. Oh nein. Jetzt Level 12, dann Level 22, dann Level 32. Nee, nur Level 6. Level 2, Level 6. Nächstes Level 10. Dann Level 20. Nein, wird's eh nicht. Was wird das hier? Das ist wirklich Level 10. Ja, der nächste dann Level 14 oder so. Ja, komm, weg, 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 weg. Und Level 14? Ja.
Ich krieg hier sogar Level Up? LOL. Nice. Puh, das war ein Ruck. Ich wollte dich mit meinem preisgekrönten Pokémon beeindrucken, aber bei deinen Können bleibt mir die Spucke weg. Ey, wollen wir Freunde sein? Nein. Oh, okay. Pech. Der Remix, ist das tatsächlich ein Remix von Gen 1 Trainer Theme? Bei Nacht lauernde Gefahren! Aber ich bin keine Gefahr. Ich glaube, man kann so oft wie man will gegen die Wächter kämpfen in der Nacht. Bin mir auch nicht sicher. Ja, Fukano. Wir haben wie gesagt Wachhunde. Sau ab. Ey, ich wurde ausgeswitcht. Naja, passt schon. Tot. Was hat er noch? Ja, noch ein Fukano. Komm. Nein, mit dem kann ich nicht kämpfen. Dem darf ich nichts machen. Das ist nicht mein Pokémon. Ey, Bro, bitte keine Erfahrungspunkte. Okay. Schwupps! Du weißt, dass die Nacht auf ihre Weise schön sein kann. Aber übertreibe es nicht, okay? Oh, okay. Was gibt's hier? Route 35. Hätte ich nicht gedacht. So, hier rechts kommt man übrigens zu... Okay. Gibt's einen Trainer? Wusste ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur den Baum zeigen. Dieser Schnellerbaum, weil man kann ihn ja Abkürzung machen. Aber man sollte sie nicht machen. Ich weiß, ob die mich gleich zeigen. Ich gehe überall hin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Ja, hier gibt's Käfer-Pokémon. Ich sage gleich auch wo. Der Udo zeigt mir nämlich einen Blutzug. Süß. Blutzug ist einfach süß. Ich finde, das Pokémon ist underrated. Und Umut auch. Weil Umut ist halt echt gut. Ich verstehe, so kämpfst du also. Mit meinem Blutzug habe ich das Käferturnier im Nationalpark gewonnen. Und wir wollen Freunde sein? Ja, okay. Drei Freunde! Ich fand ihn einfach sympathisch, keine Ahnung. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Alles klar. So, was gibt's jetzt für wilde Pokémon? Ein Nidoran männlich! Wow! Extrem krass! Und was gibt's noch? Traumazo ist tatsächlich ein gutes Pokémon. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Aber nehmen wir nicht ins Team. Willst du auch kämpfen? Lol. Welche Art von Pokéball benutzt du? Superbälle momentan? Wieso? Wieso interessiert dich das? Otto? Mach weiter deine Comedy und nerv mich nicht. So, ich hab Hunger. Schönes Hähnchen. Otaboga. Machst du etwa Falk nach? Das geht zu weit. Mist, nicht schnell genug. Manche Pokémon rennen sofort weg. Versuche sie mit Kurz Turbo Ball einzufangen. Sobald ich eine Aprikoko Weiß finde, bringe ich sie zu Kurt. Er macht dann daraus einen maßgefertigten Pokéball. Stimmt, können wir eigentlich auch schon abholen, aber machen wir nicht. Und das ist echt dumm gemacht. Hier ist einfach eine Wand. Das ist ein schmaler Gang. Sieht dumm aus. TM04! Leider steht da halt nie, welche TM das ist. Deshalb muss man immer selber nachschauen. Die TM04 beinhaltet Walzer. Gar nicht mal so schlecht. Muss ich sagen. Stimmt, Flame, da kann ja Walzer lernen. Will ich das? Eigentlich schon. Will ich das wirklich? Ich überleg's mir nochmal. Aber das wäre was. Würde ich jetzt erstmal nicht nein zu sagen. Sonst gibt's hier nichts. Wow. Warum ist hier überhaupt ein Zaun, wenn hier nichts ist? Ach, naja, egal. So, schnell hier durch, bitte, bitte. Ich wollte gerade sagen, warum kommt kein Pokémon? So, aber das schwimmen wir natürlich weg. Denn das wollen wir nicht sehen. So, und ich kann euch sagen, in der nächsten Folge wird es sehr interessant, denn in der nächsten Folge machen wir beim Käferturnier mit. Kleiner Spoiler.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Ich kann da ganz kurz nochmal schon mal reingehen. Der Typ wird das, glaube ich, auch sagen, oder? Heute ist Donnerstag. Das heißt, heute findet das Game-Turnier statt. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wenn du mich eigentlich nochmal... Ja, okay, wir fragen nochmal. Gut, ja, verkackt. Ne, habe ich nicht. Gut. Das Käferturnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Du erhältst nicht nur einen Preis allein für die Teilnahme, sondern auch ein Käfer-Pokémon, das du dort fängst. Leute, seid gespannt auf die nächste Folge. Haut rein und bye bye.